damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sam & Max Season 1. In der letzten Folge sind wir ziemlich rowdy-mäßig herumgefahren mit dem Auto. Ja, und haben hier ein wenig reingeschaut und überall sind diese kleinen Berühmtheiten, mehr oder weniger, kann man sagen. Das sind hey, so eine Dose Sprühfarbe und sogar noch was drin. Cool. Hier war früher mal Lefties Werkzeugverleih. Der gute alte Lefty wird mir fehlen. Den konntest du doch nicht ausstehen. Hast ihm sogar mal einen Dreier Steckschlüssel ins Auge. Ja, eben. Schöne Zeiten waren da. Überall ist Graffiti. Und wir müssen die ja irgendwie festnehmen. Wir haben nämlich das Geld auch für das Dings zusammen, ne? Aber die Frage. Fenster, Graffiti. Bowlingkugel. Da könnte man noch ein bisschen was dran ver. Hey, alles versaut, Mann! Oh, jetzt muss ich doch alles neu machen, Hirnfrosti! Okay, ich glaube nämlich, dass man die Dings hatte gesagt, die Sibyl, dass man mit einem Schlag auf den Kopf die Hypnose beenden kann. Ne? Und wir haben ja festgestellt, der ist ja hypnotisiert. Ein Schlag auf den Kopf wäre eine Bowlingkugel. Kannst du glauben, dass wir dafür auch noch bezahlt werden? Ich liebe dieses Land. Mann, jetzt habe ich's versaut. Ach du Schande. Also das nenne ich Qualitätsfernsehen. Moment, halt mal. Mein schurkischer Plan ist in Gefahr. Aber zum Glück habe ich ja noch die anderen beiden Knalltüten. Das war's immer noch nicht ganz. Ich denke, jetzt haben wir deine Arbeit lang genug bewundert. Vielleicht noch ein kleines Sekündchen? Okay, gehen. Okay, ich glaube, das ist also der richtige Weg, die Leute K.O. schlagen. Kann man die Bowlingkugel wieder mitnehmen? Whee! Der wird eine ganze Weile weg sein. Okay. Dann kaufen wir uns mal das Betäubungsgas-Ding-Zeug. Schauen wir mal sicherheitshalber hier, da waren wir noch nicht. Da habe ich mich mal vor einem wütenden Gorilla versteckt. Keine Ahnung, wie der aus dem Büro entkommen ist. Ich war sicher, ich hatte die Tür ab. Geschlossen. Ja, gut. Mhm. New Service, ja. Da. Wer da? Ach, hier sind Fluch. Er ist ein wenig zu paranoid, der Gute. Was braucht ihr? Genau, und jetzt kauft man diese Wumme. An was hattet ihr denn gedacht? Genau. Wir haben dein Tränengasgeld dabei. Tatsächlich? Na gut, bitteschön, ein Tränengasgranatwerfer. Das ist cool. Ein Gemüseschredder mit Zwiebeln drin. Funktioniert aber. Vertraut mir. Und jetzt steckt das weg, bevor jemand verlässt. Was meinst du damit? Die 10.000 decken gerade mal die Materialkosten, wisst ihr? Da bin ich sicher. Alles okay, Leute. Mir geht's gut. Ja. Okay, das ist nur die Frage, wie haben wir den hier um? Irgendwas kann man sicher mit dem Käse machen, oder? An runtergesetztem Käse ist ja so schwer vorbeizukommen. Oh ja. Oh, Lotterielose. $1 Lotterielose. $2. Da kann man ja nur gewinnen. Der hat ja da irgendwo seinen Korb, ne? Die Kiste in der Boscos Albträume. Hey, das ist meine Kiste. Ach so. Oh, mea culpa. Ich verwechsel ständig andere Leute Videokisten mit meinen. Ja, stimmt. Vielleicht kann man dann irgendwie ablenken. Oh, lustig. Ja.
Oh ja, ich denke, das ist der richtige Weg. Auszeit für Nummer 1. Und jetzt schnell den Käse genommen. Wenn du jemanden wirklich liebst, schenk ihm Käse. Ja. Oh, ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen. Was zum... Auszeit für Nummer 1. Wir sind gerettet. Ich find's viel unterhaltsamer, wenn's nicht mir passiert. Ich find's in jedem Fall unterhaltsam. Oh, er hat sich in die Hosen gemacht. Typisch, wirklich typisch. Sehr schön. Halt, mein schurkischer Plan ist in Gefahr. Wer wagt es, sich mir zu widersetzen? Hey, das war gar nicht übel. Besser. Hey, wollt ihr den einfach hier lassen? ja, genau. Ich will ihn nicht wecken. Okay. Dann überlegen wir uns, wie wir den dritten umhauen. Vermutlich mit der Gaspistole, ne? Also den Zivilbewerfer, ne? Ah, da bin ich jetzt neugierig. Der sieht bequem aus. Oh, ist er auch. Woher willst du das wissen? Du hast doch gar kein Tattoo. Hab ich nicht. Klubschi? Ach, Sibyl. Ja? Die andere Sibyl. Was ist das? Keine Angst. Tut gar nicht weh. Aber heulen musst du trotzdem. Bitte, Sam, lass mich mal. So, Glubschi, was jetzt kommt, tut uns viel mehr weh als dir. War nur ein Witz. Es tut eindeutig dir mehr weh. Mein süß Glubsch. Ich sehe alles. Oh Mann, das war klasse. Das war klasse. Augenblick mal. Mein schurkischer Plan ist durchkreuzt. Der Hund und das Häschen werden den Tag bereuen, an dem sie mich erzürnt haben. Bereuen werden sie es, sage ich. Saubere Arbeit, ihr zwei. Ich kann versuchen, ihn aus der Hypnose zu wecken. Bitte, übernimm die Kontrolle über deinen Geist. Ich glaube nicht, dass er dich hört. Klar tut er das. Er ist bewusstlos, nicht tot. Unwichtiges Detail. Besiege den Eindringling in deinen Träumen. Übernimm die Kontrolle. Was? Hey, wie komme ich hierher? Was ist denn los? Sibyl? Ich heiße nicht Sibyl. Ich heiße Glubschi. Puh, ja, das stimmt. Bist du okay? Wie fühlst du dich? Ich habe ein bisschen Kopfweh. Ich habe was total Verrücktes geträumt. Okay. Und da war jemand Ungewöhnliches in deinem Traum, nicht wahr? Ja, Brady Culture war da. Er hat mir dauernd gesagt, dass ich irgendwelche Sachen tun soll. Interessant. Ich wusste es. Der Schuft hat dich hypnotisiert, seinen unsäglichen Dingen zu tun. Was ist das Letzte, woran du dich erinnern kannst? Ich erinnere mich, dass ich in Brady Cultures Heim für ehemalige Kinderstars eingecheckt. Er hat seine eigene Klapsmühle. Ach was. Wow, den müssen wir kennen. Wo finden wir dieses Heim für ehemalige Kinderstars? Oh, das ist wirklich geheim. Das darf niemand finden. Das wäre ein absoluter Skandal. Aber wir müssen es finden, um diesen Wahnsinn zu stoppen. Sozusagen. Ich würde ja gerne helfen, aber ich weiß nicht mehr, wo es ist. Aber meine Brüder vielleicht. Sie waren ja dabei. Hey, ich hab doch nichts wirklich Peinliches getan, oder? Nichts, was ich mit einem simplen Exorzismus nicht bin. Auweia! Hey, Doc. Hey, Sam. Danke, dass ihr euch um diesen Verrückten gekümmert habt. Ich wünschte, ich könnte mich irgendwie erkenntlich zeigen. Kannst du Autos reparieren? Unseres macht manchmal Geräusche wie ein keuchender Orang-Utan. Das ist meine Schuld. Ich habe einen Orang-Utan in den Kofferraum gesperrt. Oh.
Na dann? Ich kann sowieso nicht viel reparieren, außer Einrädern. Max möchte vielleicht ein Tattoo. Oh ja, ich will eine Karte der Po-Ebene auf meiner Po-Ebene. Es jagt mir kalte Schauer über den Rücken, wenn ich auch nur an die Erinnerung daran... Ich habe die Tätowiererei sowieso an den Nagel gehängt. Ich bin jetzt lizenzierte Psycho... Okay. Hast du 10 Riesen? Ich bin neu in dem Job. Ich muss erst selbst meine Schäfchen ins Trockene... Oh ja, kriege ich ein Schäfchen? Darf ich drauf reiten wie auf einem... Schön, dass du solchen Enthusiasmus an den Tag legst. Sicherheitsdienst. Du könntest mich doch sicher psychoanalysieren. Hey, klar, ich könnte mal nachzählen, ob du alle Latten am Zaun hast. Ich habe eine Lizenz. Tut das weh? Nur wenn wir es richtig machen. Wir können unterschiedliche Sachen probieren. Wir können ein paar Tintenkleckse anschauen oder wir versuchen freie Assoziationen. Okay. Wie funktionieren denn diese Tintenkleckse? Und dürfen wir die selber machen? Ganz einfach. Ich zeig dir ein paar Bilder und du sagst mir, was du siehst. Deine Antworten enthüllen dann sowas wie Obsessionen oder Obsessionen. Aha. Schau dir das an und sag mir, was du siehst. Penis auf den Augen eines toten Mimen, ein paar Ochsenboxen in der Rosas. Susan Lucci mit einem Emmy Award, das er des letzten Mars Sims. Ich nehme an, es gibt hier nur falsche Antworten. Also nehme einfach mal die erstbeste. Pennies auf den Augen eines toten Mimen. Interessant. Schön. Und was ist mit dem hier? Eine Bande Bakterien, Bolzt Basketbälle, Tauben auf dem Vordach von Men's Chinese Theater, ein SUV kracht in eine fette Villa, das war eine Sitzung. Ja, gut. Tauben auf dem Vordach von Men's Chinese Theater. Und das? Ein zweimal fahrendes Eichhörnchen, ein Motten, zerfressende Geldbörse meines Onkels Louis, kodierte Liebesbriefe von Außerirdischen, ein Autogramm in Blindenschrift. Kodierte Liebesbriefe von Außerirdischen. Liebesbriefe von Aliens. Interessant. Jetzt das hier. Was siehst du? Und dann nehmen wir noch das letzte. Elefanten in der New Yorker Börse. Ein johlender Haufen schlaksiger Albinos, der Aufspruchkrümmer von einem Brotlaster, 20 Nonnen mit Maschinengewehren. 20 Nonnen mit Maschinengewehren, die nach... Und das da? Der helle Fleck, der einen Blitz in den Augen verursacht, ein Orang-Utan-Flieh aus dem Kofferraum eines Desertos, ein Krieg zwischen zwei Gruppen abstrakter Formen, eine Kundenkarte läuft durch einen Aktenschredder, okay. Der helle Fleck, den ein Lichtblitz in deinen Augen verursacht. Deine Antworten ergeben irgendwie kein sehr klares Bild. Ich kann daraus nicht viel ersehen, sorry. Danke, Doktor. Okay. Wie funktioniert freie Assoziation? Der wird getestet, wie du auf Dinge in deinem Leben reagierst. Ich sag ein Wort und dann sagst oder tust du das Erste, was dir in den Sinn kommt. Samba tanzen, das Alphabet her sagen, so laut schreien, wie ich kann, sowas in der Art? Interessant. Haben wir schon angefangen? Nein, aber jetzt geht's los. Bereit? Ist das das Wort? Nein, das Wort ist Steppenhexe. Steppenhexe? Weise Worte. Berühre nie einen Kaktus mit deiner Zunge. Oder umgekehrt. Triggerwort löst seltsame kulinarische Impulse aus. Mögliche Fixierung auf Organisches und... Jetzt das hier. Krone. Sagt einfach, was euch in den Sinn kommt. Krone? Oh, das Tiki. Relikt aus vergangenen Tagen, als man jeden billigen Müll verkaufen konnte, ohne dafür eine erfolgreiche... Patient zeigt Anzeichen von ironischem Nostalgiekomplex. Aha. Kamm. Eukalyptus. Eukalyptus. Interessant. So, das war ja sehr aufschlussreich. Wie lautet das Urteil? Ich werde es dich wissen lassen, nach jahrelanger, irrsinnig teurer Bank. Was tut man nicht alles, um ortsansässige Jungunternehmen... Wir könnten ja Organe auf dem Schwarzmarkt verticken, um das Geld zusammenzukriegen. Solange du nicht unsere eigenen nimmst, Klein. Okay. Kannst du aus meinen grotesken, wirren Träumen tatsächlich Rückschlüsse ziehen? Aber ja, sie enthüllen dein Unterbewusstsein.
Es ist, als ob du eine Zwiebel schälst. Ach du Schande. Jetzt entspann dich einfach und versuch dich an deinen Traum zu erinnern. Okay, geht los. Meine Träume beginnen immer im Büro. Aber diesmal war es anders. Ja, kann ich mir vorstellen. Erzähl mal, was geschah. Ich weiß noch, ich hatte gerade was vom Bäcker geholt. Oh, okay. Dann gibt's sicher ein Fest. Was war's denn? Geburtstagstorte. Eine Geburtstagstorte mit massig Zuckerguss. Also ist irgendwer dem Grab wieder ein Jahr näher gerückt, hä? Huh? Ich bemerkte etwas Komisches an der Dartscheibe. Oh, etwas, auf das du schießen willst. Was war's denn? Es war ein schrilles Tattoo. Wow, wow. Das ist so bedeutungsvoll. Mit anderen Worten, du hast keine Ahnung, was... Nein. Okay, da drüben steht ja jemand. Das schauen wir uns noch an. Ich merkte, dass noch jemand im Zimmer war. Oh, du hattest einen besonderen Gast. Wer war's? Max. Wer sonst? Es war Max. Ach ja, dein eingebildeter Freund. Wie bitte? Ich stehe direkt neben dir, Lady. In deinem Traum tat Max da irgendwas Ungewöhnliches? Naja, er leistet den Fahneneid zu einem bayerischen Volkslied. Ich schwöre Treue ewiglich, holla Radio. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Ich bemerkte etwas Seltsames, das aus dem Rattenloch herauslugte. Ratten sind eine Plage. Sie repräsentieren etwas Beunruhigendes. Erzähl, was war in dem Loch? Ein Fisch. Es war ein armer kleiner Fisch, der nach Luft schnappte, aber völlig unverletzt war, falls du zu irgendeiner Tierschutzorganisation gehörst. Ein Fisch auf den Trockenen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du irgendwo nicht hingehörst. Vielleicht. Aber vertrau mir, Sam, in die Therapie, da gehört... Bist du hin? Okay. Und wie kommen wir da jetzt aus dem verkackten Traum raus? Ich habe mich umgedreht, um das Büro zu verlassen. Oh, und war das Ende deines Ja. Yep, dann bin ich schreiend aufgewacht. Das verstehe ich gut. Okidoki. Ah. Heben wir uns die Psychoanalyse doch für später auf. Verantwortung vor sich her schieben. Interessant. Gut, wir müssen uns um die anderen zwei kümmern, hätte ich gesagt. Denke ich zumindest. Damit wir herausfinden, wo wir hin müssen. Brille. Übernimm die Kontrolle über deine... Und? Wirkt's? Ich weiß nicht. Besiege den Eindringling in deinen Träumen. Jetzt hör auf mit dem Quatsch, Riesenbaby. Was ist los? Warum sind meine Sachen ganz verknautscht? Er ist aufgewacht. Schnell, gacker wie ein Huhn. Nein. Sag uns, wo wir Brady Cultures Heim für ehemalige Kinderstars finden. Wir müssen den Schuft davon abhalten, noch mehr Leute zu hypnotisieren. Das Heim? Es ist Haus Nummer 227 in der... Dings da. Brilli weiß sicher die Straße. Der ist unser Fahrer. Kannst du uns hinbringen? Machen Sie Witze? Es wird Stunden dauern, bis ich mit Bügeln fertig bin. Das hilft uns echt weiter. Brilli ist der Fahrer. Ist er nicht der Brilli? Dann schauen wir, ob wir den aufwecken können. Hallo. Whee! Übernimm die Kontrolle über deinen Geist. Besiege den Eindringling in deinen... Gut gemacht, Sam. Du bist ein Naturtalent. Wo bin ich? Wer sind Sie? Keine Angst. Freelance Police. Polizei? Oh nein! Ja, gut. Er entkommt in dem Truck. Schnell, dem Limo-Lauser hinterher. Dum, 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 dum. Schneller, Sam, er entkommt uns. Boah, Rucke, Rucke, Rucke. Pass auf!
Oh, verdammt. Na komm, willst du rüberfahren wieder? Danke. Halleluja. Aha. Das war ja fast schaffbar, ne? Nicht schießen! Abgesehen davon, dass wir gerade deinen Truck voll Blei gepumpt haben, was macht dich glauben, dass... Den offensichtlichen sportlichen Reiz mal außer Acht gelassen. Es ist nur, in den Nachrichten sieht man doch ständig, wie Leute die Hucke voll kriegen, bloß weil sie mal Kinderstars waren. Sie würden nicht im Traum daran denken, ehemaligen Kindersternchen weh zu tun. Wir müssen nur das Heim finden, wo Brady Cultures... Oh, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Es ist gleich da drüben, über die Straße. Ach, du hüpfender Elefantenfloh. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Danke. Glück muss man haben. Weiß zufällig jemand, wo es hier zur Toilette... Ziemlich abgeschlossen. Ach, ziemlich abgeschlossen, das ist auch was. Sieht aus wie ein ziemlicher Halunke. Tun Sie das nicht an. Sieht nicht besonders geheim. Ich frag mich, warum er hier draußen diese extrem gruselige... Tja, gute Frage. Unangenehm, der Affe. Erinnert mich an einen Job, den ich mal hatte. Du warst ein Affe? Im Wesen. Hier soll man vermutlich das Anmeldeformular... Ah, okay. Hier heißt es, die behandeln nur Patienten mit etwas, das sich das künstliche Persönlichkeit... Klingt lecker, was ist denn drin? Scheint wohl häufig bei ehemaligen Kindersternchen vorzukommen. Zu den Symptomen gehören Obsession mit Geld, gewalttätige Reaktionen auf Zwang sowie unterbewusster Wunsch, die Mutter zu heiraten. In der Tat. Du weißt nicht einmal, was das heißt, nicht wahr? Nein, aber es klingt ungeheuer gebildet. Aha, haben wir jetzt so eins dabei? Jupp. Ich nehme mal an, damit müssen wir zur Psychoanalyse, könnte ich mir vorstellen. Abgeschlossen. Ja, ein Versuch was wert, ne? Wo geht's hin, Sam? Zurück ins Büro. Zurück ins Büro. Mutter heiraten, das schaffen wir doch mit einer Hochzeitstorte, oder? Die kommt mir, wenn ich mich richtig erinnere, auswählen. Denkst du, ich habe das künstliche Persönlichkeitssyndrom? Interessant. Zu den Symptomen gehört immer Obsession mit Geld, gewalttätige Reaktionen auf Zahnmedizin sowie unterbewusster Wunsch, die Mutter zu heiraten. Hey, ja. Ich weiß was. Ich könnte dich analysieren. Ach was. Dann mach mal erstmal. Ich werde dir jetzt noch einen Traum erzählen. Einen recht prosaischen, aber seltsamen... Na gut, schauen wir uns deine beunruhigenden, unterbewussten Gelüste etwas näher an. Okay, erzähl mir, was passiert ist. Also. In der Donutschachtel. Ich hatte gerade etwas aus der Bäckerei abgeholt. Vielleicht für eine Feier? Was war's denn? Eine Hochzeitstorte. Es war eine Hochzeitstorte. Ein Riesenapparat. Oh, es heiratet also jemand, hm? Genau, und dann war da noch jemand im Raum. Ich merkte, dass noch jemand im Zimmer war. Oh, wer war denn dein Gast? Huh. Es war Max. Ach ja, dein eingebildeter Freund. Ich merkte, dass noch jemand im Zimmer war. Oh,
wer war denn dein Gast? Ich war's. Du? Hm, ich denke, du repräsentierst dich selbst. Ich hatte ja keine Ahnung, dass das möglich ist. Oh sicher, in der Psychoanalyse ist alles Verrückte möglich. Sag mir, hat dein anderes Ich irgendwas Unerwartetes getan oder gesagt? Nein, bloß das Übliche. Hi Sam, wie geht's? Gut Sam, und selbst? Könnte schlimmer sein. Faszinierend. Wie kommst du nur auf solche Sachen? Ich merkte, dass noch jemand im Zimmer war. Oh, wer war denn dein Gast? Das warst du. Okay. Naja, ich repräsentiere eindeutig deine Mutter. Ach, was. Moment mal. Die Hochzeitstorte, deine Mutter. Du wünschst dir unbewusst, deine Mutter zu heiraten. Was für ein Was? Das ist ein eindeutiges Symptom für das künstliche Persönlichkeitssyndrom. Ja, ich meine, ich hoffe, es ist nichts. Das werde ich lieber mal auf deiner Karte vermerken. Sehr gut, sehr gut. Sehr interessant. Wir sollten dich nach den anderen Symptomen von KPS untersuchen. Mir recht, Knochenklempnerin. Ich bin keine Knochenklempnerin, ich bin Psychotherapeutin. Hört, Otti. Hey, ich fang gleich... Versuchen wir doch noch ein bisschen freie Assoziation. Gern. Das verrät uns etwas über deine unvernünftigen Reaktionen auf das, was in deinem Leben vorgeht. Also nochmal, okay. Ich gebe Worte vor und du sagst oder tust einfach das. Bereit? Klar, fang an. Kuh. Verstehe. Wie wär's damit? Bohrer. Oh, nicht schießen! Patient reagiert gewalttätig! Den solltest du mal an Halloween sehen. Heftige Reaktion auf das Wort. Sehr interessant. Ja, ja. Föhn. Sagt einfach, was euch in den Sinn kommt. Föhn? Gefrorenes Orangensaftkonzentrat. Was für eine ungewöhnliche Antwort. So, das war ja sehr aufschlussreich. Aha. Ja? Deine Antworten legen nahe, dass du auf Zahnmedizin ungewöhnlich heftig reagierst. Solltest du ihn erstmal beim Proktologen sehen? Das könnte ein Symptom für das künstliche Persönlichkeitssyndrom sein. Das werde ich lieber mal auf deiner Karte vermerken. Sehr gut. Jetzt müssen wir nochmal das dritte irgendwie zusammenbringen. Du weist zwei der Symptome auf dieser Liste auf. Bin ich geisteskrank? Ich will dich nicht beunruhigen, aber vermutlich ja. Ist dein Hut, wenn sie dich einweisen? Sicher, Kleiner. Okay. Können wir noch ein paar Klecksbilder machen? Das macht Spaß. Sicher. Werfen wir noch einen Blick auf deine ungehörigen Zwangsvorstellungen. Schau dir das an und sag mir, was du siehst. Jetzt ist nur die Frage, was wir hier antworten müssen. Eines toten Mimen. Interessant. Schön. Und was ist mit dem hier? Suchen das Valentinstag-Massaker. Und das? Ein zweimal überfahrenes Ei. Jetzt das hier. Was siehst du? Ah. 20 Nonnen mit Maschinengewehren, die nach... Und das da? Ich nehme mal... Das Wildeste, ein was es immer zwischen gibt. Zwischen zwei Gruppen abstrakter Formen. Naja, Gewalt ist schon ein Thema für dich, aber gewaltbesessen würde ich dich nicht nennen. Ah, verdammt. Gewalt ist der Senf auf der Studde des Lebens. Sicherheitsdienst. Danke, Doktor. Denkst du, ich habe das künstliche Persönlichkeitssyndrom? Schon möglich, aber Leute mit KPS sind für ihre Obsession mit Geld bekannt. Ah ja, Geld, genau. Können wir noch ein paar Klecksbilder machen? Das macht Spaß. Sicher. Werfen wir noch einen Blick auf deine ungehörigen Zwangsvorstellungen. Schau dir das an und sag mir, was du siehst. Genau. Irgendwas mit Geld, ne? Da sind wir sicher da. Auf den Augen eines toten Mimen. Interessant. Schön. Und was ist mit dem hier? Fette Villa, ha. Ein SUV kracht in eine fette Villa. Das könnte sein. Und das? Ich könnte ja mal das Geld... Ja, Geldbörse. Die Motten zerfressene Geldbörse...
Jetzt das hier. Was siehst du? Und noch was mit Geld. New Yorker Börse. Elefanten in der New Yorker Börse. Bingo. Und das da? Oh, entschuldigt. Ich schenke mir hier noch was zum Trinken nebenbei. Orang-Utan auf dem Koffer als Krieg zwischen zwei Gruppen. Kundenkarte. Eine Kundenkarte, die jemand in einen Akten schreibt. Deine Reaktion zufolge hast du eine ziemliche Obsession mit das Geld. Das ist ein Symptom des künstlichen Persönlichkeitssyndroms. Das werde ich lieber mal notieren. Haha. Sehr gut. Wow, das muss das künstliche Persönlichkeitssyndrom sein. Sämtliche Symptome. Ich wette, das reicht mir für eine Veröffentlichung. Dann weise mich doch am besten gleich in ein Heim für ehemalige Kindersternchen an. Ich habe das Aufnahmeformular schon ausgefüllt, aber hinkommen musst du selber. Ich werde schrecklich beschäftigt sein mit der Veröffentlichung deines Falls. Da du ja verrückt bist, darf ich fahren? Ach du gasgebender Geisterfahrer, nein. Gasgebender Geist. Gut, liebe Leute. Gas geben, der Geisterfahrer. Spiel gespeichert. Damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.